Und da sind wir schon wieder. Wir haben gerade ein Chardonnay-Video gemacht. Ich wollte gerade sagen hochladen, aber das machen wir ja nicht. Das macht unser Hochlader. Jetzt machen wir Spätburgunder. Spätburgunder, ich glaube, ausschließlich Deutschland. Ich glaube, ja, das müsste stimmen. Und wir quatschen mal nicht lang. 40, 20, 6, 5. Weil wir das Chardonnay-Video schon so zerquatscht haben. Also ich weiß auch nicht, wie das immer so geht. Jetzt machen wir mal einfach Arbeit, oder? Wie seht ihr das? Du meinst ohne Gequatsche, ohne Blödsinn, ohne alles? Ich sag nichts. Deswegen der Bill. Will doch keiner sehen. Das steht drin und dass das ein bisschen rauchig-speckig ist, steht auch drin. Dass es ein bisschen nach Aubergine riecht. Das ist ein bisschen so leicht eingemachte Frucht, oder? So ein bisschen malzig auch. So ein Hauch. Ein Hauch. Hauch. Was mir allerdings fehlt, ist noch dieses Ätherische. So dieser Langpfeffer oder. Ach, da hinten. Ja, ein Satz hat auch ein Ende hinten dran. Ja, aber doch nicht so weit hinten. Das doch. Ist total untypisch für dich. Normalerweise hören die da vorne schon auf. Nee. Das, ich nutze, weil nämlich da hört er, also das ist doch, dir das zu erklären, da hört hier, doch hört der Bildschirm auf. Ich habe heute Wortfindungsstörungen. Der Bildschirm auf und bis das, den Platz nutze ich aus und manchmal, wenn es halt wenig, ja, ich weiß schon, was du meinst. So grüner Tabak, oder? Ein bisschen. Ja. Aber wir haben ja gesagt, wir quatschen nicht. So ein bisschen was fast Zwetschgiges, so ein bisschen. Ich finde jetzt übertrieben. Ja, ich meine, ein bisschen. Wenn dann sind es eher sauer. Es ist ein bisschen ein molligerer Duft. Mollig finde ich jetzt schon wieder zu viel. Ein bisschen wärmer und ein bisschen, jetzt nicht die totale Feinheit in der Nase, aber es ist würzig. Es hat eine gewisse Konzentration in der Nase. Gewisse Aromenkomplexität. Aber eine gewisse halt nur. Und Aubergine halt. Aubergine halt ist ein Wort. Hat einen ordentlichen Zug, ne? Ja, das hat eine hübsche Säule. Auch das wieder rauchiges Holz. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass du die Milchschokolade noch nicht angesprochen hast. Die ist schon auch. Also er hat schon Weichheiten da oben drüber gestreut, schon auch. Der Hintergrund ist dank des etwas kernigeren Tannins und des Säurebisses dann schon hat ein gewisses Rückgrat. Aber es hat schon ein bisschen Speck drauf, oder? Ich finde, er geht ein wenig in die Breite. Ja, das meine ich. So, und wird dann doch ein bisschen Ratatouille-Gemüse-Auflauf. Ich habe Aubergine schon gesagt. Und genau so schmeckt es hinten raus. Und ich finde natürlich Ratatouille viel besser, aber das sage ich nicht. Du weißt nämlich, so ein bisschen diese Paprikaschärfe auch hat. Ne? Ja, und deswegen steht er bei 87 Grad richtig, weil für mehr fehlen ihm ein bisschen die Feinheiten. Er kriegt auch so ein leichtes pflanzliches Bitter im Abgang. Das macht ihn da so ein bisschen so. Ja, es ist halt. Sowas sage ich ja öfters, weil es ja wohl auch stimmt. Sowas schmeckt vielen Leuten, gerade weil es so ein bisschen das Plakativere ist. Aber es fehlen halt für höhere Weine ein bisschen die Feinheiten. Das ist Müller Catois. Das ist der harte Ortswein 22. Der Lacoste 2240. Mal schauen, ob er 21 oder 2140 kostet. Ha, 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 ha. Du hast gesagt, ich soll keine Witze machen. Ich habe das dann so verstanden, dass ich nur noch schlechte Witze machen soll. Ach so, dass du albern bist. Ja. 279281. Mensch, das wäre doch jetzt eine tolle Zahl gewesen. Für 279, 281. Oder? Was? Das ist in der Farbe schon viel, viel heller als der andere. Das sieht man jetzt noch nicht mehr so gescheit, oder? In dem Gegenlicht.
Das ist so ganz leicht trüb, also unfiltriert. So ja, eine, ich finde, so orange-rubinrote Farbe. Ich finde, dass der im ersten Moment fast ein bisschen verhalten rüberkommt. Ist er aber gar nicht. Also da kommt dann schon dieses leicht, sag's mir, Schweineschwatten-Pönchen mit so einem Kreuzkümmel, bisschen Pfeffer, Waldboden. Also das ist alles da, aber gut integriert. Ja, ist auch von heute früh. Ich war heute ja früh da. Aber ich hatte einen, bei dem ich mir auch an diese Schweineschwarte gedacht habe. Das hat das. Das ist überhaupt nicht unangenehm. Also ganz im Gegenteil, das ist eher animierend. Und der Wein hat, man glaubt auch schon mineralig zu riechen. Man glaubt auch schon, dass das Wurzelgemüse in der Pfanne mit Tomatenmark angeschwitzt wurde, bevor der Schweinebraten dazu kam. Ja, kann ich alles nachvollziehen. Und dann kommt wieder Soleda, also eine gewisse Komplexität ist schon da. Das ist der Punkt am Anfang, das hast du ja schon gesagt, meint man den zu unterschätzen. Ich habe ja immer so den Eindruck, dass die Farbe, die man sieht, das auch ein bisschen beeinflusst. Er fängt leise an und je länger man in ihn reinriecht, desto komplexer und desto tiefer und differenzierter wird er. Das hat einen klaren Saft. Wirkt am Anfang ein bisschen warm. Ja, aber der hat gar nicht die Breite vom Vorgänger. Ne? Das bleibt sehr stringent. Der tut am Anfang nur so leicht marmeladig und dann hat er doch eine ganz feste Struktur. Einen mineralischen Kern. Da sind aber auch genügend herbe Komponenten mit drin. Ne? Da kommt so ein bisschen Leder, ein bisschen was erdig, tabakiges. Ja. Wieder Pfeffer. Nee, gefällt mir eigentlich gut. Gefällt mir sehr gut. Ich habe den Verdacht, was das ist, auch wegen der Farbe, müsste das Greiner sein. Und da war ich vorhin schon, wenn das der ist, das wäre auch der, bei dem ich an die Schweinebratenkruste gedacht habe, wenn ich mich noch richtig erinnere, was nicht zuverlässig stimmen muss, dass ich mich vorhin schon gefragt habe, ob es 8 oder 89 sind. Das ist so ein Understatement-Wein. Und je länger du auf ihm rumtrinkst, desto mehr offenbart er dir. Und diese Mineralik ist schon echt nicht schlecht. Ja, jetzt kommt dann auch so eine leichte Amarena-Kirsche ein bisschen mit raus, ne? Mhm. Bisschen Nelken. Ich glaube, ich bin für 89. Es ist ein Grenzfall und es wird wahrscheinlich nicht jeder mit uns einverstanden sein, weil das eben so Wein der leiseren Töne ist. Aber ich glaube auch, dass er das kann. Gerade wegen dieser Mineralik, wegen dieser Länge, die er hinten hat. Hinten hat er einen schönen Säurezug auch. Ich kann damit gut leben. Das ist Greiner, ne? Mhm. Ja. Auch das Weingut ist uns schon öfters aufgefallen. Ich zeig's mal von hier. Das Weingut Greiner. Das ist der Spätburgunder. Das ist Demeter, also Biodün. Kostet 16 Euro. Da kannst du nicht meckern. Wenn einem dieser Stil schmeckt, übrigens, der hat immer noch Länge, ne? Der bleibt stehen, dann ist das ein Wahnsinns-Preis-Leistungs-Verhältnis. 279, 265. Übrigens nicht nur hier, ich hatte vor 2-3 Tagen einen Gutedel für 10 Euro von Greiner, der fällt vom Glauben ab, so gut ist das. Es ist noch einmal konzentrierter. So tiefer. Ja. Am Anfang fast ein bisschen rüstig, ne? Ein bisschen geröstete Mandeln. Ja, das hat auf jeden Fall. Und dann kommt so ein bisschen was Fleischiges. Fast so ein Tomate. Fast so ein bisschen passierte Tomaten, oder? Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Bisschen fleischig, bisschen tomatig. Bisschen was Mediterranes hat er, ohne jetzt wirklich zu schmecken wie ein Toskana oder so, ganz und gar nicht. Es hat genug
kühle Elemente auch noch. Ich finde auch die Muscheln, die du da reingeschrieben hast, nicht schlecht. Das sind so ein bisschen Venusmuscheln, oder? Ja, es ist nicht nur das Venusmuscheln finde ich gut, und ich finde nicht nur das Fleisch, sondern auch so ein bisschen diese muschelige Mineralik hat man, den Eindruck kann man schon riechen. So, das mag ich immer ein bisschen täuschen, aber es riecht wirklich danach. So, haben wir eine ziemlich komplexe Nase. Nochmal ein ganzes Stück tiefer und fester als der Vorgänger. Ja, so schmeckt er auch. Wobei, ich habe den Eindruck, der wirkt weniger entwickelt als der Vorgänger. So als würden sich so seine Feinheiten erst so rausentwickeln, weil das noch fast eine primäre Frucht hat am Anfang. Aber ich glaube, dass das gleiche Haus ist, so wie das schmeckt. Und man muss unter dieser feinen Erdbeer-Himbeerfrucht erst rausfinden, was das alles hat, weil das hat so ein bisschen Wasabi-Schärfe. Es hat viel Salz und Kreidiges. Aber auch so ein bisschen Sauerkirsche, ne? Ein bisschen Blut fast. Das finde ich sehr gut. Das Blut. Aber das kommt alles erst so im Hintergrund. Und das hat alles so, das sind alles subtile Aromen. Das drängt sich alles nicht auf. Aber das Blut habe ich noch nicht drinstehen, das finde ich aber echt richtig gut. Warum muss ich jetzt an Ente denken? Muss wirklich an Ente denken. Das würde aber auch gut dazu passen. Naja, ich glaube auch. Mit so einer leichten Kirschsoße. Also es hat auch ein bisschen mehr Holzwürze. Also es ist diese Holzwürze, wie der Wein sie hat, die so einen ganz leichten, schokoladig-vanilligen Ton hat, unterstützt dieses rotbeerige, himbeerige, erdbeerige noch und macht das Ganze, versteckt diese Feinheiten, die der Wein zusätzlich noch hat, diese feinen Schärfen, diese Mineralik und sowas, unter einer leicht süßlichen Decke, die nicht zuckersüß ist, sondern das ist nur dieses Frucht und dieses vanillig-schokoladige Holz. Und das ist alles noch so ein bisschen so eingedeckt. Das muss ich erst noch entfalten. Aber es ist eine Nummer stärker als der andere. Der steht auch bei 89 und das ist eher 90. Ja. Auch da wieder Länge, der hat auch einen Nachdruck. Das braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Ich habe Ende 24 geschrieben, ich würde fast Mitte 25 schreiben. Ja, das war fast zu erwarten. Das ist noch einmal Greiner. Das ist jetzt nur seine Top-Linie. Das ist Spätburgunder Steinkreuz. Auch Demeter Bio, also Biodynamie 21. Das andere war 22. Genau, das andere war der 22er, das ist 21. Wobei man sagen muss, mit den 21ern taten sich ja viele Rotweinmacher ein bisschen schwer, weil der Jahrgang so in der Reife ein bisschen limitiert war. Das manche ist ein bisschen dünn, wenn man es dann versucht hat aufzublähen mit Alkohol etc. und Holz, hat es nie funktioniert. Der hat 12,5 Alkohol, aber er wirkt trotzdem dicht und kräftig. Das heißt, das exakte Gegenteil vom aufgepimpt sein, das ist eher Understatement. Und das ist in dem Jahr nicht die Regel gewesen. 279295. Völlig anderer Stil. Viel dunkler und kirschiger in der Aromatik. Ja, auch ein bisschen holzwürziger. Hat mehr Holz? In dieser Brotgewürzrichtung. Ja, das finde ich gut. Ich habe auch rote Beete. Also diese ganz klassische vegetabile Note, die viele Spätburgunder, nicht nur Spätburgunder, aber da ganz besonders haben. Pfeffer habe ich schon drinstehen. Ein bisschen Bratenfond. Und was Pinots oft haben, man verbindet ja Pinot gern mit eher röteren Beeren und so, aber Pinots haben, oder zumindest bestimmte Klone, blaue Anteile, nicht direkt unbedingt schwarzbärig, sondern richtig blau ist, und das hat der. Und Bratenfond. Jetzt habe ich gedacht, ich habe ihn schön überspielt. Nö. Nein, so ist es natürlich nicht. Aber du merkst, es ist jetzt nicht ganz so tief wie der Vorgänger.
das ist ein bisschen. Der Wein ist schön, es hat eine schöne Nase, es ist sehr präzise. Haben wir schon die sauerkirschigen Anteile gesagt, die er hat? Das ist also auch was, was der Vorgänger gar nicht hatte. Das ist ein bisschen das Kirschige. Das Ganze ist dunkler gehalten. Aber auch relativ kühl, ne? Das hat nicht wirklich Wärme. Eigentlich eine total angenehme Nase. Ist halt noch gescheit jung, ne? Ja, aber ich finde ihn fest. Ja. Er hat so einen schönen, kühlen Saft. Im Moment ist das Tannin noch ein bisschen präsent, ne? Aber ich glaube, der braucht einfach Zeit. Nur, genau, das Tannin ist das in ist keiner gesund. Art... Genau, das ist gesund. Das ist in keiner Art rau oder bittert. Wenn ich jetzt ein bisschen ruhiger war, war das jetzt eigentlich, um dir mehr Platz zu lassen. Ich habe jetzt gerade den Eindruck, ich quatsche dich die ganze Zeit total zu. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Was ich da drin habe, ist, dass das ein bisschen nach rohem Thunfisch schmeckt. Das habe ich so ein bisschen auch immer noch. Das ist vielleicht so ein Hauch Sesam sogar drauf. Ja, ich wollte gerade sagen, aber der ist dann mit Sesam. Mhm. Aber das ist sehr positiv. Es ist überhaupt nichts Negatives dran. Das ist ziemlich fest. Das hat ein schönes Tannin. Das ist zwar noch präsent, aber es ist ganz reif. Ein Säurezug, der sich durchzieht. Das ist auch wieder rote Beete am Gaumen, die zu dem Thunfisch ganz gut passt. Man kriegt schon wieder Hunger. Ja, so ganz leichte Wasabi-Schärfe steht schon drin. Ein bisschen mineralig. Ist nicht ganz so komplex wie der Vorgänger, aber es ist schon sehr gut. Nee, ich finde aber deswegen, dass er bei der 89 auch gut steht. Mhm. Aber während der andere zwar Zeit haben kann, aber jetzt schon viel zeigt, der braucht noch ein bisschen. Also den würde ich vor nächsten Jahr nicht anfassen. Gerade auch wegen dem Holz. Aber das ist auch nicht, das hat auch keinerlei Schwere. Der hat auch nicht so viel Alkohol. Ich gebe ab, okay? Achso, ja, das ist so diese, das muss ich abschicken, weil ich nicht weiß, wie diese Linie heißt mit diesen Bildern vorne drauf. Das vergesse ich immer. Die scheint neu zu sein, wenn ich mich nicht irre. Das ist die Kollektion Anna Marie Pinot Noir Trocken 22. Kostet 29,50. Achso, und das ist natürlich, das ist das Weingut Seeger aus Leimen. Die haben früher auch ziemlich kräftige Geschichten gemacht mit sehr viel Holz. Das hat sich geändert. Das ist alles schlanker, eleganter geworden. Das hat 13 Alkohol. Ganz kühlen Kern, möchte man fast sagen. Das ist gut. Habe ich gesagt, was er kostet? 29,50. 279,300. Das erinnert mich ganz leicht an Blaukraut. Ich finde, dass sich das überhaupt nicht zeigen will, gerade im Moment. Das wirkt so verschlossen. Das Blaukraut finde ich gut. Hm. War auch so ein bisschen Rinderschmorbraten oder sowas. Das finde ich. Ja. Findet man auch in der Nase. Ist ein bisschen, ist leicht gespickt und ein bisschen Wacholder dran. Mhm. Aber allgemein, glaube ich, macht der Moment eher zu. Also zumindest was die Nase angeht. Habe ich den Eindruck. Aber die Nase ist angenehm differenziert. Ich fand den anderen fast verschlossener. Aber nein, nur deshalb. Der andere war sehr transparent. Aber der war noch so. War auch noch so ein bisschen so sehr jugendlich, vordergründig unleidlich. Ich finde, dass man in dem schon mehr erkennt als dem anderen, nicht? Nee, ich finde, dass der von der Nase her dichter ist. Dass das durchkommt, wie fest und dicht in der Nase ist, aber ich habe, wie gesagt, so dieses Aromabild, was sich dahinter irgendwie so versucht abzuzeichnen, wirkt im Moment noch ein bisschen eingesperrt. Okay. Ja, nachvollziehen kann ich schon, was du sagst. Ich finde hier nur schon auf Anhieb mehr, beim anderen muss ich länger suchen.
gefällt mir sehr. Es hat. Es ist einerseits saftig, aber hat so, was ich auch bei Pinot schon schätze, so ein bisschen was, wieder so fein vegetabile, fast ein bisschen erdige Töne. Der ist geerdet, der Wein. Der hat relativ wenig Holz, zumindest schmeckt es nach dem Fall. Es ist noch ganz feines Tanninbitter hinten, aber das ist so minimal und das Tannin ist so fein, dass das einfach nur eine Frage der Zeit ist. Und es ist nichts Dahergesagtes und es bleibt dann ewig irgendwie so. Dazu ist das alles viel zu fein. Das muss ich nur noch minimal abrunden. Und zum richtigen Essen schmeckt es garantiert jetzt schon. Ich finde den auch sehr schön. Ich finde, er hat ein bisschen was Wildes an sich, ne? Wie so eine Ronja-Räubertochter. Ja, du drückst es eigentlich besser aus als ich. Ich glaube, dass die beiden, der Grad und der jetzt, aus dem gleichen Haus sind. Nur das ist die wildere Variante, das ist ein bisschen die geschliffenere Variante. Wenn das stimmt, ist das in der Haushierarchie der kleinere Wein. Ich finde auch einen kleinen, minimal kürzer. Aber mir gefällt diese Wildheit, die Art, die er hat, dieses, wie er sich dann am Gaumen doch ausbreitet in verschiedenen Aromaarten, kann man fast sagen. Ne? Das eine erdige, das andere fruchtige, dann so ein bisschen Unterholz und das andere ist ein bisschen kräuterig und das andere ist ein bisschen ätherisch, würzig, was Wacholder ja auch hat. Ich finde es in dieser Form ziemlich gut. Deswegen, ich finde auch, dass der die 89 verdient. Mhm. Können wir uns darauf einigen? Ja. Dann haben wir es. Also, ich habe auch an der 89 gar nicht gezweifelt eigentlich. Ja, sorry. Ich habe es eigentlich auch gar nicht rausgehört. Ich fand ihn von der Nase her ein bisschen verschlossener und am Gaumen halt wilder. Und das stimmt. Es ist nochmal Sieger. Das ist der blaue Spätburgunder S aus dem Leimener Herrenberg. Der kostet 23 Euro. Also sogar ein bisschen günstiger. Ist mir im Moment von der Sympathie her sogar lieber, weil ich diesen Stil halt mag. Auch der hat 13. Das ist, was waren das für Jahre? Habe ich das da dazu gesagt? Wahrscheinlich nicht, ne? 22. 279, 267. Ah, wieder ganz, ganz hell. Mhm. Hell und ein bisschen trüb. Also ein bisschen mehr Holz im Moment. So gewürzig, rauchig, nussig. Ein bisschen röstig fast. Ja, ich habe nur den Eindruck, dass das Rauchige hier maximal zum Teil vom Holz kommt. Der ist auch so in seiner. Der hat auch so einen mineralisch dunklen Charakter in der Nase. Es ist auch ein bisschen was dunkelflorales drin. Ich finde, das ist wie so eine Wildkräuterwiese. Oh, das Wildkräuter ist sowieso und, gut. Auch hier glaube ich, dass man den im ersten Moment wahrscheinlich unterschätzt. Ja. Na, dann ist er noch ein bisschen trüb. Ich glaube, da tun sich viele nicht so leicht mit diesem Wein. Das wobei, sieht ja wieder aus wie Greiner, aber wir haben doch kein Greiner mehr. Wobei der Wein an sich auch eine wilde Schönheit ist. Für mich. Ja, finde ich auch schön in der Nase. Ah, und da steht übrigens Feuerstein drin und das und auch wird wieder, auch was. Ja, der Feuerstein ist dabei und auch wieder so ein bisschen was Jodiges fast. Wir haben auch nur einen Greiner, fällt mir da gerade ein. Und jetzt weiß ich auch, woher das kommt. Das ist der Vulkan. Und so riecht es halt auch. Und das ist dann eben nicht nur Holz, sondern es ist wirklich diese Mineralik, die der Wein hat. Das ist dieser Vulkan. Das ist eine ziemlich dichte und komplexe Nase. Aber halt schon man könnte fast meinen, da ist fast ein bisschen so Pflaumen mit dabei, ne? Bei den Kirschen und bei diesen gemischten Waldbeeren. Mhm. Mhm. Wobei ich ja, wenn wir vom Pflaumigen reden, meine ich ja meistens dieses, was sie in Südafrika so lieben und Plummy nennen, wenn das so wirklich eingedickt zwetschgig ist. Nee, das hat der gar ich meine ja frische Zwetschgen. Das meinst du auch, ne? Ja. Also deswegen, ich benutze die Begriffe unterschiedlich. Zwetschgen, wenn es frisch ist,
Pflaumen, wenn es eher so ein bisschen eingedickt ist. Und eingedickt ist das gar nicht. Stimmt. Ausnahmsweise. Nein, ich erkläre ja auch nur die Begriffsbehandlung, also damit man das versteht. Und dann kriegt er noch so ein bisschen was harzig-kräutriges, oder? Mhm. Oder allgemein auch eher. Also der hat diese harzigen Kräuter wie so Rosmarin, Thymian, ne? Aber auch dieses Harz an sich kommt da durch. Absolut. Stimmt. Ist auch wieder so ein Wein, der innere Kraft hat. Der mit seiner etwas offenherzigen Rotbärigkeit erstmal so eine auch eine Vordergründigkeit vorgaukelt. Und du merkst erst so beim zweiten, dritten Schluck, das ist überhaupt nicht vordergründig. Da kommt ja immer noch eine Schicht und noch eine Schicht und noch eine Schicht. Natürlich gaukelt wahrscheinlich auch wieder die Farbe einem eine Vordergründigkeit und Einfachheit vor, die der Wein überhaupt nicht hat. Weil gerade im Abgang, auch während ich jetzt rede, macht der Schicht um Schicht auf. Da vergeht nichts. Im Gegenteil, der breitet sich da hinten aus. Da merkt man, was das für eine Klasse hat, das Ding. Ja. Ich finde, je mehr du darauf rumtrinkst oder rumkaust, da kommt dann ganz hinten nochmal so ein Anflug von so einem Rumtopf, ne? Ja. Ganz dezent. Ich weiß schon, was du meinst. Der Wein wirkt auch, als hätte er Mats Druck, aber dafür, wenn ich das, wenn das der Wein ist, den ich meine, hat er gar nicht so viel Alkohol. Das ist also nicht. Das kommt wirklich durch. Minimalerträge, wahrscheinlich Minimalbeeren, also wirklich winzige Bärchen, die dann halt diese sehr, sehr reife Aromatik in den Wein bringen, die aber nichts mit Überreife, mit zu viel Alkohol, mit Breite oder sowas zu tun haben. Überhaupt nicht. Der Wein ist präzise. Ich glaube auch, dass die 90 zu knapp sind. Ja, das glaube ich auch. Ich bin da bei 91. 90 ist mir ein bisschen zu wenig. Ich glaube nicht, dass man diesen Stil Jahrzehnte aufheben sollte. Ich glaube schon, dass das in 2-3 Jahren einfach das zeigt, was es das zeigt, was es kann. Aber es kann was. Das ist 2021 Pinot Noir Vulkan vom Greiner. Greiner ist, das habe ich sicher noch nicht dazu gesagt, das ist so einer der neuen richtigen Top-Erzeuger im Magrefflerland, der sich vorhin Chasselas gesagt hat, oder Gutedel. Der kostet jedenfalls 35 Euro. Nee, der kostet 45 Euro. Der Steinkreuz war 35, der kostet 45. Entschuldigung. 400, 342. Jetzt haben wir einen Wein, der noch nicht ganz mit einem sprechen will, obwohl er. tief ist wie noch was. Also, das ist reduktiv. Und tief. Hat eine Energie in der Nase. Die hat man noch nicht. Was ist denn das hier für Vogelterror da draußen? Wir mussten wieder die Fenster kippen, weil es wieder so ein schwüler, diesiger Tag ist wie gestern. Und das hältst du ohne Luftzug nicht aus, deswegen müsst ihr immer mit diesen Randgeräuschen leben. Also das ist auch ein Date für einen Abend. Für einen Abend mit sich allein und von der Weinflasche. Ich habe so den Eindruck, also so wie das riecht, reicht ja eine Flasche für einen allein gar nicht. Also es ist unfassbar tief in der Nase, fest. Klar kommt erstmal dieses reduktive Rauchige, ne? Rauchige raus, aber dahinter, finde ich, kommt da eine unfassbare Tiefe und Komplexität, oder? Ja, und das bei. Das ohne jede. Wie soll ich das sagen?
ohne jede Rustikalität, ohne jede Lautstärke, sondern das ist sehr fein, sehr präzise, mhm. das ist nobel. Es sind alles nur feine Aromen, ob das jetzt dieses leicht fleischig-animalische ist oder ob das diese jungen, feinen Wurzelgemüsetöne sind. Oder Brokkoli-Bröschen, die ich da auch rausrieche mhm. zum Beispiel. Oder so ein edler Pfeffer. Da wirst du jetzt auch das Riechen erstmal nicht aufhören. Vor allem, die wenn feinsten du Pilze, ne? Ja. Ich habe Pfifferlinge und Steinpilze ja. reingeschrieben. Auch da so ein bisschen rote Beete. Aber das alles, noch einmal, das alles ist ganz nobel. Das Schöne ist, wenn man da länger mal reinriecht, dann geht so der erste reduktive Eindruck weg. Ne? Und man kriegt langsam ein bisschen ein Bild davon, was sich da dahinter ausbreitet. Das was Zartflorales kommt dann auch nochmal durch. Ja, ja, ja. Und auch hier habe ich auch wieder so ein bisschen dieses Muschelige oder so Venusmuschelartige. Ja, man hat den Eindruck, dass da Mineralik auch riechbar ist. Das ist, ich glaube, dass die Mineralik am meisten von dieser Rauchigkeit zugedeckt ist, weil das mhm. oft so nahe beieinander liegt. Aber je länger man reinriecht, desto eher kommt sowas auch. Also desto eher glaubt man, diese Rauchigkeit von der tatsächlichen Mineralik trennen zu können. Aber da willst du gar nicht aufhören, es reinriechen. Vor allem, er hat dann ganz hinten sowas tiefschwarzes. Das halt auch nur erstklassige Burgunder haben. Kommen dir die Tränen? Das habe ich bei dir noch gar nicht erlebt. Kann ich mich mal kurz wegdrehen, bitte? Das ist schön. Jetzt habe ich geschluckt. Mir jetzt passiert. Weißt du, ich muss weinen, weil ich das ausspucken muss und du schluckst es einfach. Das ist mir passiert, ich habe mich schon noch hingedreht, aber dann habe ich gedacht, jetzt ist er weg. Also, man hat in der Nase ganz hinten dran durch dieses Schwarze fast ein bisschen so einen Eindruck, als dass das so was Ähnliches wie ein Von Romanée ist. Es ist aber roter in seiner Ausprägung, gerade am Gaumen, so ein bisschen weicher, wärmer, ein bisschen in die Richtung Chambol gehend. Chambol Musigny. Aber es ist klar, was es ist, weil es ist der letzte Wein in dieser Runde. Und wir hätten für den Wein allein ein Video gemacht, aber es kamen halt ein paar schöne Pinots dazu. Und haben gesagt, dann machen wir halt ein Pinot-Video. Sonst hätten wir ein reines große Weine der Welt. Keller, Moorstein, Spätburgunder gemacht. So machen wir halt ein Dings. Aber das ist jetzt Kellers Moorstein. Und der ist schon von gestern. Wir hatten zwei Teile in dieser Pinot-Probe. Er hat also schon einen Tag Zeit gehabt, aber auch ist immer noch relativ verschlossen. Aber er macht halt Schicht um Schicht auf. Und was der ausbreitet da hinten, steckt mich nicht an, ist schon für deutsche Verhältnisse außergewöhnlich. Was da nochmal schiebt und nochmal schiebt und nochmal schiebt. Und das in dem Zustand, der wirklich nicht nahbar ist. Also der wird es auf jeden Fall nochmal an Tag, wenn nicht sogar zwei, unter Beobachtung stehen. Die reichen mir nicht deine 94 Punkte. Nö, die 94 gleich nicht. Ich muss mir echt beherrschen, dass ich das nicht schluck, weil das ist wirklich, das ist irre. Das ist mordsmineralisch, das hat die feinste, nobelste Frucht. Auch feines, aber durchaus auch kerniges Tannin. Das ist nicht schmeichelnd, sondern es hat was Forderndes. Eine schöne Säure-Marmorierung.
so ein bisschen auch dieses, diese feinen, gemüsigen Aromen wieder, wie so Aubergine, ein bisschen rote Beete und sowas. Dann diese matz-ätherische Würze, das Pfeffrige, ein bisschen Piment dabei. Das alles ist, fächert unheimlich komplex auf. Es hat dann so eine ganz, ganz noble Speckschicht unten drunter, also echter, feiner, leicht durchwachsener, ganz, ganz nobler Speck. Das hat schon Power, aber das alles ist ganz fein aufgedröselt. Wie halt bei großen Burgundern. Ja, wenn jetzt ein bisschen mehr Kirsche hätte, hätte ich gesagt, es ist eher Chambertin. Aber es ist halt deutsch. Es ist halt, das kann man jetzt nicht ganz verändern. Deswegen kann man ja nur so diese Assoziationen zu den großen Burgundern bringen. Natürlich ist das aber schon ein Wein seiner Herkunft. Vor allem, es hört überhaupt nicht auf. Mhm. Das drückt nach und drückt nach. Wie lange rede ich jetzt schon? Und es hört überhaupt nicht auf. Es hat so eine schmeichelnde Wärme und hinten dran so einen kühlen Nerv. Ich will das nicht spucken. Entschuldigung. Wahnsinn. 96 kann er locker. Ich wollte es gerade sagen, 96 kann er locker. Und wir sehen uns jetzt nochmal an. Was wollte ich eigentlich noch sagen vorhin? Ja, wir hatten schon. Wir probieren öfters mal so reifere Kellers, blind auch Pinots, von denen früher mal gesagt wurde, na, ob die es halten. Selbst so Ortsweine und sowas halten unfassbar gut. Und das ist ein Niveau, die auch bei Keller, glaube ich, noch nie da war. Das ist Benchmark. Alter Schwede. Jetzt fängst du es holen an. Ja, fast. Also, es ist das Probeflaschenetikett, das heißt, man kann sowieso nicht darauf schließen wir. Aber ihr wisst ja, wie die Kelleretiketten aussehen. 22 Westhofener Moorstein, Spätburgunder, großes Gewächs, Felix. Abgefüllt im März 24. Wir sind natürlich viel zu früh. Es hört nicht auf. Viel zu früh dran. So, das ist, da wissen wir schon, was wir heute Abend alle trinken. Okay. Das war's für den Moment. Wir haben noch zwei Videos mit noch einmal großen Weinen. Es kommt noch Sasikaya heute und es kommt RPP, einer der besten Produzenten, der beste Produzent des Valtellina ganz im Norden Italiens. Wir sehen uns also gleich wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.